Ah. Ja, geil. Ne? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Dem vielleicht letzten Video, ich weiß es noch nicht, also ich schätze aber mal ganz stark nicht. Möglicherweise aber einem der letzten Videos. Was wir hier jetzt tun müssen, ist möglicherweise überleben. Das, was wir schon das ganze Spiel über mehr oder weniger erfolgreich tun. Ja, ich muss versuchen, mich hier nicht erwischen zu lassen nach Möglichkeit, wobei das diese Geschosse da sind ja jetzt nur sehr unwillkürlich da verteilt, also das wird jetzt nicht unser Problem sein, wir sehen es. Was zur Hölle bist du? Also sowas hatten wir schon mal, dass wir einfach getroffen wurden in der Ecke, irgendwie blöd sind, blöd stecken geblieben sind in der Ecke und dann im Anschluss eben aus diesem Wanken nicht mehr rauskommen. Ich werde jetzt versuchen, möglichst okay, okay, jetzt fing's, ja. Also es war tatsächlich wieder eine solche Situation. Da hat sich der Twinsen irgendwie verhakt. Ich will aber eigentlich gar nicht da runter wieder. Ich will, hoffentlich kommt nicht noch so ein Vieh raus. Aber wir haben ja gesehen, es ist relativ easy zu besiegen. Also es ist nicht mal ein schlimmer Gegner. Es ist halt eben einfach nur groß und grausam. Ja. Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Pilze, die hier rumstehen, ich nenne es mal Pilze, weil es für mich wie welche aussieht, gar nicht so sinnfrei sind. Ich fühle mich gerade ein bisschen wieder wie im Bühtempel, wo ich auch alle 2 Sekunden von irgendwelchen Stufen runtergeplumpst bin. Ein Schlüssel, wichtig. Sollte man haben in manchen Situationen. Ja. Ich frage mich, ob es so eine gute Idee ist, hier so ein Loch zu fallen. Wird sich ja. Wird sich aber noch rausstellen. So. Ich mache leider immer noch ständig den Fehler, dass ich dann doch mit dem Stick versuche zu steuern. Der Stick ist sehr gut geeignet hierfür, sage ich jetzt mal, genauer zu bestimmen, wo man hinspringen will. Ja, das Zielen macht er nicht unbedingt leichter. Er ermöglicht es aber, an Orte zu zielen, wo du mit dem Steuerkreuz nicht mal eben hinzielen kannst. Weil das Steuerkreuz zielen, das ist wirklich nur zack, 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 ja. Dazwischen gibt's nichts, ne? Und da ist das Steuerkreuz ein. Da ist der Stick ein bisschen besser. Aber eben auch nur ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen hier weiter. Hm. Ich könnte hier mal eine Zonenspeicherung machen. In der Hoffnung, dass es mir jetzt alles hier so gespeichert hat. Ich habe die Pilze geholt, ich habe das Viech besiegt und muss hier dementsprechend nichts mehr machen, weil ich würde gerne mal probieren, in so ein Loch reinzuspringen. Ich würde gerne wissen, ob das eine gute Idee ist. Aha. Okay, das wäre jetzt mehr oder weniger so eine Art Fluchtmöglichkeit vor dem Viech gewesen. Okay, es folgt mir bis dahin, dann gehe ich ins Loch, das rennt in die Richtung weiter und ich komme dann hier wieder raus und kann die Leiter hochklettern. Das ist ganz, ganz toll. Abflussventil nicht berühren. Hm. Naja, ich habe Zonenspeicherung gemacht. Also selbst wenn das jetzt zu meinem Nachteil wäre. Also in diesem Raum hat es schon mal nichts getan. Wir schauen mal, ob es im nächsten was bringt. Beziehungsweise hier oben. Ich weiß nicht, wir haben einen Schlüssel gefunden. Öffnet jener Schlüssel dieses Tor? Jawohl. Was zu? Ah ja. Das
sehr geil ist das. Okay, ja, also wir wären jetzt hier in einem Raum gewesen. Ich hätte es spaßhalber mal so lassen sollen mit der mit dem Ablaufventil. Hier das Wasser drin gelassen, dann würde das hier natürlich so aussehen, als würde hier ein Hai rumschwimmen. Jetzt wissen wir, das juckt uns gar nicht, was hier abgeht. So. Aber der Twinsen kann ja auch nicht schwimmen, das heißt, er wäre hier ohne... Auf der anderen Seite... Ja gut, ich muss da auch... Ich gucke mich mal ein bisschen um. Also da ganz hinten links muss ich nicht hin. Ich hätte jetzt wahrscheinlich hier sogar mittels des Jetpacks... des Jetpacks klarkommen können, sage ich jetzt mal. Indem ich übers Wasser gejetpackt wäre. Beziehungsweise... Nee, doch nicht. Gut, da drüben... da drüben wäre noch was. Da oben. Da komme ich allerdings nur hin, wenn ich das Wasser wieder reinlasse. Will ich das machen? Es könnte ja was Gutes sein. Es könnte aber auch was völlig Sinnfreies sein. Was könnte es denn maximal sein? Ein Schlüssel. Aber einen Schlüssel brauche ich im Moment nicht. Wenn da was drin ist, was ich unbedingt, um weiterzukommen, brauche, dann wird mich das Spiel da sicherlich nochmal hinschicken. Aktiv oder passiv. Jetzt muss ich wieder ein bisschen ranzoomen hier, sonst seht ihr den Twinsen ja nicht mehr. Trainingsschwimmbad, nichts dem Hai zuwerfen. Nichts dem Hai zuwerfen, ja, wir wissen jetzt, dass es für ein Hai ist, ne? So, was haben wir jetzt hier? Ein Soldat. Oh, da ist meine Frau! Da ist meine Frau! Den erledigen wir gleich von hier aus, wenn es geht. Nicht so wirklich. Müssen wir doch ein Stück die Treppe hoch. Ja. Hey! Eine Cutscene. Ich glaube, die ist aber nicht echt. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja. Endlich habe ich dich. Wie ich sehe, hat dir der Klon, den ich von deiner Freundin gemacht habe, gefallen. Das Original ist in Sicherheit. Ich nehme an, dass du hergekommen bist, um den dritten Runenstein zu finden. Ich habe ihn schon vor langer Zeit gefunden. Aber ich habe einige Zeit gebraucht, um ihn zu entziffern. Und sobald ich den Standort von Sendelsbrunnen erfahren habe, habe ich die Vorarbeiten gestartet. Da ja. Ich diesen Stein nicht zerstören konnte, habe ich meine Festung ringsum errichtet, um ihn zu verbergen. Apropos, es scheint, du hättest zwei meiner Fabriken zerstört. Aber das macht nichts. Ich werde bald über solche Mächte verfügen, dass ich im Handumdrehen alle Bewohner des Planeten klonen oder beamen kann. Ich könnte dich auch ständig die schlimmsten Erlebnisse deines Lebens durchstehen lassen. Adieu! Du wirst die Prophezeiung niemals erfüllen, weil ich es sein werde, der zu Sendel stoßen und ihre Macht erben wird. Du bist ein ganz, ganz fieser alter Mann, ne? Ja, tschüss, Freundin Klon. Kennen wir schon diese... Was? Häftling Twinsen, stehen Sie still. Das ist wieder der Anfang des Spiels. Es ist natürlich nicht wirklich der Anfang des Spiels. Ne? Das wäre ja fies. Das wäre ja richtig schlimm, ja. Man sieht hier allerdings schon, was hier so ein bisschen stattfindet. Da wird nämlich schon versucht, der Twinsen irgendwie zu klonen, habe ich das Gefühl, ne? Und das scheint aber nicht ganz zu funktionieren. Ein Gefangener bricht aus. Also ich bin auch der Meinung, das musste jetzt passieren. Also, dass ich natürlich von ihm gefasst werde. Weil es wäre zu einfach. Ach, halt doch die Fresse, hau ab.
Nee. Moment. Ja. Die Frau ist doch ist verrückt geworden. Lass mich mal hier lang gucken. Ich weiß, ich käme wahrscheinlich einfacher. Aha. Okay. Kann ich euch... Wahrscheinlich nicht, ne? Es wird gleich Ärger geben, oder? Okay, also ich bin offensichtlich... War da ein Sendelsiegel? Ich hab da gerade also, oder entweder war es ein Grafikfehler? Also ich komme hier auf jeden Fall nicht sehr viel weiter. Ich glaube, da hinten im Eck an der linken Wand... Ja, ja, da ist jetzt wieder ein Sendelsiegel. Okay, 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 okay. Ich muss kurz weg. Ich komme gleich wieder. Hallo? Nee. Ich gehe mal hier hin. Fühle mich besser bei. Na toll. Nee, ich will eigentlich nur... Hallo? Ist da nichts drin? Gut. Dachte jetzt erwischt mich das ständig und ich komme hier nicht mehr hoch. Was jetzt allerdings ein bisschen blöd an dieser Stelle ist. Wo sind denn meine Sachen? Ich muss ja meine Sachen. Habe ich... Überhaupt Inventar? Ich habe kein Inventar mehr, oder? Nee, null. Niente. So, Schlüssel. Alles klar, ich wusste nicht, dass ich sie besiegen muss. Oder nicht mehr. Jetzt sind da meine Sachen. Ja, mal alle Gegenstände wieder. Außer Energie. Hm. Aber 5 Kleeblätter, das ist geil. Das heißt jetzt mal Tacheles, ich mache jetzt da die paar Klone kaputt. So richtig. Ne? So mit Aua und so und auch mit Anfassen. Jawohl. Die sind aber auch dumm, ne? Die verwahren Twinsens Sachen immer alle am gleichen Ort, ne? Das heißt, ich finde immer sofort alles... Ich finde immer sofort alles miteinander wieder. Nicht, dass ich die Magic jetzt bräuchte, aber... Ach, wisst ihr was? Ich kann... Ich habe 5 Kleeblätter, Freunde. Ich kann euch alle erledigen. Ja, Mann, das geht ab, das geht ab, das geht ab. Ist ein bisschen wie Ghost of Tsushima. Ein bisschen. Also, gar nicht eigentlich. Aber gut. Also, da hinten haben wir jetzt schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Fehler im Spiel ist oder so, dass man das nur ab und zu mal so aufblinken sieht. Genau, man sieht es erst jetzt, ne? Sobald man wieder ein Stück weggeht. Jetzt sieht man es immer. Okay. Hey, jetzt ist wieder weg. Merkwürdig. Egal. Aber ist ja klar, dass wir da hin müssen, weil wohin sonst? Also wir haben die Tröte wieder. Somit kommen wir auch hier raus. Der Runenstein. Hallo. Ich bin der Stein des Nordens. Sendels Brunnen befindet sich auf der Felsenbergspitze, im Zentrum der Polarinsel. Allein der Erbe wird das Siegel durchbrechen können, das über den Eingang wacht. Okay. Auf der und da kommt aber der... Da kommt der Dinofly nicht hin. Hallo? Ich mach's nochmal. Muss ich auf die andere Seite? Ich bin der Stein des Nordens. Ja, ja. Sendels Brunnen befindet sich... Okay, Polarinsel. Kann der Dinofly nicht? Ist ihm zu hoch, hat er gesagt? Warum macht er das jetzt nicht mit der... Ich bin der Stein des Nordens. Bübuch.
Soll ich das Bübuch jetzt vielleicht benutzen? So, also da musste ich jetzt doch tatsächlich schnell nach einer Lösung gucken. Jetzt ist man es von zwei Runensteinen her gewöhnt, eigentlich immer die Tröte zu benutzen. Ich bin der Stein des Nordens. Sendels Brunnen befindet sich auf der Felsenbergspitze. So, ich muss nämlich jetzt hier an dieser Stelle das Wasser aus dem Hamalai benutzen, das aus dem seeklaren Wassers. Hätten mir der Stein jetzt aber auch sagen können, so, hier, ich habe Durst oder so, oder ich bin so trocken, Mama nass. Boah, macht der Tinsel jetzt alles alleine? Ah! Ja, geil. Ne? Was ist denn jetzt wieder? Okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Kann ich jetzt vielleicht den Runenstein mit der Tröte betröten? Ich bin der Stein des Nordens. Sendels Brunnen befindet sich auf der Felsenbergspitze. Felsenbergspitze im Zentrum der Polarinsel. Der Polarinsel. Ja. Ja, ich weiß Bescheid. Schon lang. So, und jetzt benutze ich mal Tröte. Immer noch nicht. Ich bin der Stein des Nordens. Ja, aber schon klar, dass das eigentlich gehen müsste. Das will er nicht an der Stelle. Gut, dann lassen wir das halt. Ist nicht überlebenswichtig. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir hier wieder raus? Erstmal darauf, wenn es denn geht. Genau. Also gut, wir gucken hier nochmal ein bisschen durch. Also das ist jetzt quasi die Festung von Dr. Funfrock. Ja, die haben wir jetzt zerstört. Ja, wir sehen, es ist nur eine Ruine übrig. Ja, aber das macht ihm ja gar nichts aus, denn er wird bald so viel Macht haben, dass er jeden und alle klonen kann. Ne? Wir werden aber gleich sehen, ob das so einfach wird. Hallo? Okay, mit Schwert ist das nicht bekämpfbar, das Ding. Okay, ich glaube, das ist generell nicht machbar. Ich renne einfach weg. Aber ich hatte doch das Gefühl nicht los. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist alles gut. Ist alles gut, Freunde. Vielleicht das Ding hier hochkommen. Jawohl. Schlüssel. Habe ich den den habe ich mit meinem Ball gefangen. Wusste ich das schon, dass das geht? Ist egal. Auf jeden Fall jetzt hier weg, dahin, genau. Alles ist gut. Kann ich da drüben, kann ich die Fässer in die Luft jagen, weil die sind alle so verdächtig. Nö. Also überall Bauarbeiter hier. Die haben aber alle was gegen mich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Okay, kann ich besiegen? Was machst du hier? Die Straße, die die beiden Inseln miteinander verbindet, ist strenger. Ja, ja, geheim. So, alles gut, alles fein. Riesenbaustelle hier, den Kerl machen wir auch fertig. Was hat der für ein Mordsgerät da gehabt? War gleichzeitig ein Gewehr, sein Werkzeug. Nicht schlecht. Okay. Also auch hier
wird es jetzt interessant. Wir sind allerdings bei der Videolänge angekommen, muss ich sagen. Auch wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger als gedacht. Wird sich aber durchs Schneiden sehr wahrscheinlich wieder etwas kürzen und auf eine angenehmere Länge bringen lassen. Das werdet ihr aber im Idealfall alle gar nicht merken, dass ich hier und da was gekürzt habe. Und wenn ihr es merkt, dann will ich das so. Ja. Also gut. Dann ist dieses Video an der Stelle beendet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr möchtet, einen Kommentar. Freue ich mich ganz besonders drüber. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.